Ich habe im Radio gehört, dass es einen Wettbewerb gibt und habe gedacht, ich kann gut eine Kappel bauen und dann bin ich auf die Idee gekommen. Formel E hat halt mit Auto zu tun und darum bin ich auch auf das Auto gekommen. Ich habe ein Bild im Internet gesucht von Formel E und dann kann ich das möglichst genau nachbauen. Das ist in der Tat zumindest ein Vater-Sohn-Projekt geworden. Hauptsächlich aber darin bestehend, dass er mal angefangen hat und gefunden hat, Papi, schau. Und dann war es aber schon zu gross, um noch wegzuschieben. Es ist mitten in der Stube gestanden, über mehrere Wochen. Der eigentliche Aufbau des Autos hat ihn etwa rund 20 Stunden gekostet. Und die Hilfe hat er nur bei der Redli vom Papi in Anspruch genommen und auch nur in Anspruch wollen nehmen. Wenn ihn etwas begeistert, dann ist er dran und er will sich nicht ablenken lassen. Und dann muss man manchmal auch fast bremsen. Jetzt muss ich wieder mal Pause machen. Die zweite Sportferienwoche war also mit dieser Aufgabe, Kappel Auto bauen, so ziemlich gerettet. Man hat sicher in den letzten Wochen die Beiträge, die gekommen sind, in den verschiedenen Medien vermehrt gelesen und auch sehr interessiert dafür. Aber sonst sind wir grundsätzlich kein Motorsport begeisterte Familie, aber sportlich sind wir schon. Natürlich eine lässige Sache, dass nicht nur das Grid Kid selber, sondern die Familie auch daran teilnehmen kann. Und durch das sind natürlich alle auch in grosser Vorfreude. Ich muss darum, dass es einen langen Tag wird geben. Weißt du auch schon, was ganz genau am Sonntag musst machen? Ja, ich glaube schon ungefähr. Einfach zu einem Fahrer stehen und ja. Gut ausgesehen.